Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch ein neues 2-in-1 Convertible zeigen, das Acer am gestrigen Tag im Rahmen der IFA 2016 vorgestellt hat. Das auf den Namen Acer Switch V10 hörende Convertible bietet dabei eine Lösung für Kunden, die sich nicht zwischen Tablet und Notebook entscheiden können. Unter anderem bietet das Switch V10 die Möglichkeit, mittels Windows Hello und dem auf der Rückseite des Tablets befindlichen Fingerscanner das Device zu entsperren. Hinzu kommt, dass es über die neueste Intel Atom CPU und einen USB 3.1 Typ C Anschluss verfügt. Auf der Vorderseite des eigentlichen Tablets findet der Kunde ein 10,1 Zoll großes IPS-Display, das eine Auflösung von 1920x1200 Pixeln oder 1280x800 Pixeln besitzt. So wirklich konnte ich das bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Erfahrung bringen. Wie sich für ein ordentliches 2-in-1 Gerät gehört, wird das Tablet mittels einer magnetischen Docking-Vorrichtung an der Tastatur gehalten und kann mit etwas Kraftaufwand abgezogen werden. Durch das abnehmbare Display kann das Acer Switch V10 in 4 verschiedenen Modi genutzt werden, unter anderem dem herkömmlichen Notebook-Modus, dem Tablet-Modus oder auch dem Display- oder auch Stand-Modus. Dazu muss das Display abgenommen, mit dem Rücken zur Tastatur wieder eingesetzt und anschließend in Position gebracht werden. Im Fuße des Tablets seht ihr dann die beiden Aussparungen, die das Tablet in Position halten, sowie Konnektoren, die eine Verbindung mit der Tastatur eingehen. Mit einer Gesamtdicke von 21 mm, also von Tablet und Tastatur, ist das Switch V10 noch portabel genug, um überall mit hingenommen zu werden. Auf der linken Gehäuseseite des Tablets findet der Nutzer den Ladeanschluss, ein Headset-Port, Micro-SD-Kartenslot sowie einen USB-Typ-C-Anschluss. Auf der gegenüberliegenden Seite geht's mit dem Ein- und Ausschalter, der Volume-Taste und einer Windows-Start-Taste weiter. Auf der Rückseite des Tablets ist zudem noch eine Kamera zu finden. Die Rückseite des Switch V10 besteht in diesem Fall nicht aus Aluminium, sondern aus einer matten gummierten Oberfläche, die meiner Meinung nach recht stark Fingerabdrücke anzieht. Die Oberfläche der Tastatur hingegen ist aus Aluminium und wird in einer schwarzen und weißen Kombination angeboten. Der Preis wird bei Auslieferung, und das dürfte Ende September 2016 sein, bei 379 € liegen. Bei den technischen Daten greift Acer auf den Intel Atom Z8350 zurück, dem bis zu 64 GB interner eMMC-Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. WLAN funkt übrigens im schnellen AC-Protokoll. Und nun, was haltet ihr von diesem 2-in-1 Convertible aus dem Hause Acer? Gefällt euch das Design, die Ausstattung und Funktionalität oder setzt ihr lieber weiterhin auf Notebook und ein separates Tablet? Und damit bin ich auch schon durch mit meinem ersten und kleinen Ausblick auf das, was Acer uns Ende September in den Handel bringen wird. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.